So, hello everyone. Hallo alle miteinander. Now this is a video that I wanted to do for quite some time, and it is based on some real life video I found on YouTube some time ago, which describes the MD-11 cockpit setup in English by some, I think, American flight instructor showing us how to set up the MD-11 from Cold and Dark in a simulator, in a full real simulator. And I've added this video, the link to this video, in the description, and it's also in the MD-11 playlist that I have started. So for all of those that do not understand German, I would ask you to go and look at the real footage. And for those who would prefer to get some German video about setting up the MD-11, may not be as professional as the original, but yeah, that's going to be what this is about today. So, das war eine kurze Einführung, wo ich unsere englischen Zuschauer auf ein echtes Video draußen im YouTube, wo ein richtiger Fluglehrer oder jemand, der in einem Simulator, im Prinzip so ein Jack-Captain, der uns beschreibt, wie man die MD-11 von Cold and Dark komplett aufsetzt. Und das versuche ich hier nachzustellen. Und das mache ich in Deutsch, weil das Original ist ja in Englisch und jeder, der sich das angucken möchte, kann sich das ansehen. Daher gibt es dieses Video jetzt auf Deutsch und naja, ob das so gut wird, das wird sich noch rausstellen. Aber im Prinzip geht es jetzt erstmal darum, dass wir eine MD-11 von Scratch aufsetzen. So, bevor wir den Simulator starten, denn aus welchen Gründen auch immer, kann man die Gewichte und die Belegung hier der Passagiere, das kann man nicht live rüber beamen, sozusagen, wie das bei anderen Tools möglich ist. Daher muss man diese Art von Setup vorher machen. Und ich glaube, ich bin in einer Mixed Class drin. Da können wir also uns hier zum Beispiel ein Zweidrittel Pax hier als Konfiguration holen und dann hier die entsprechenden Cargo-Belegung hier im unteren Teil des Fliegers. Und dann sehen wir hier auch die Werte, das Zero Fuel Weight, die Zero Fuel Weight Center of Gravity 23,1, Takeoff Gross Weight. Das sind jetzt hier Kilogramms und das ist eine Heavy-Konfiguration. Number of Paxes, also wie viele Passagiere sind drin. Ja, und das Ganze kann man dann in eine Datei speichern und das ist im Prinzip die Aircraft CFG oder sowas in der Art, mit der dann der Flieger sich beim nächsten Mal, wenn man ihn lädt, dann mit der entsprechenden Beladung öffnet. Ja, sehr viel mehr braucht man da auch gar nicht. Und wie gesagt, das muss man meinem Verständnis nach vorher machen, weil, also ich hatte zumindest kein Erfolg, dass das Tool das irgendwie live in den Simulator einbringt. Ja, und hier ist ja auch schon. Ich habe mich entschieden, hier mal die Lufthansa zu nehmen und wir stehen in JFK an irgendeinem Gate, Nummer 2. Jo. Schöner Flieger. Ist natürlich nicht mehr ganz aktuell. Also schon ein ziemlich alter Flieger, das werden wir auch merken. Selbst mit verbesserten Texturen und so weiter ist es begrenzt, was die Schönheit des Ganzen anbelangt. Es ist einfach, weil es aus der guten alten Zeit stammt, nämlich noch mit FS9 und dann halt FSX. Das ist die FSX-Version. Ihr könnt im Prepared V3 die MD-11 nur mit dem Estonian Migration Kit betreiben. Ich hatte keinen Erfolg, keinen echten Erfolg, das ohne das Tool zu machen. Daher für die MD-11 lohnt sich oder scheint es sich zu lohnen, dass man das Estonian Migration Toolkit hat. Außerdem
ist das die FSX-Version. Das Ganze geht im Prepared nicht mit der FS9-Version, weil das ist einfach zu alt und da passen diese ganzen Sachen nicht zusammen, die DLLs, die Gauges, das funktioniert im FSX nicht. Also dafür ist die FS9-Version nicht ausgelegt. Ihr müsst die FSX-Version haben. Und es gibt zwar, glaube ich, diese auch auf DVDs, falls man sich den Flieger jetzt nochmal kaufen möchte, aber das ist sehr, sehr wenig, was man da kriegt auf eBay und Co. Leider. Das heißt, wer schon eine Version hat, ich habe eine Download-Version, weil die habe ich ja schon vor vielen Jahren gekauft. Da gab es sie noch bei Precision Manuals auf der Webseite, aber leider inzwischen ist der Flieger so nicht mehr zu haben. Also ihr müsst Glück haben, falls ihr dann auch irgendwie eine Kopie zum Beispiel auf DVD findet, die ihr dann installieren könnt. Tja, so ist das halt. Aber begeben wir uns mal ins Cockpit. Das Cockpit ist übrigens mit leicht angepassten Texturen. Es gibt auf der afsemru.ru gibt es so einen Ersatztexturen, die das Ganze ein bisschen, sagen wir mal, schöner machen oder so. Ja, es haut mich jetzt nicht ganz so vom Hocker. Es sind auch kleine Schreibfehler drin. Beim Nachzeichnen der Beschriftungen sind auch kleine Fehler passiert. Es sieht sicherlich etwas besser aus als vielleicht die ganz originalen Texturen, die dann doch eine Spur verwaschen waren, vor allem bei den hohen Bildschirmauflösungen, die wir heutzutage betreiben, hier im virtuellen Cockpit. Aber naja, also man sieht einfach, dass das hier alte Generation ist und nicht mit den modernen. Mit den modernen Versionen von PMDG noch vergleichbar ist. Die TFDI Boeing 717 übrigens, sehr ähnliches Cockpit, weil das kam ja auch noch von McDonnell Douglas und da wird auch sehr ähnliche Avionik verbaut. Daher die doch sehr klaren Ähnlichkeiten. Nur dass die TFDI wirklich um einiges schärfer und besser grafisch ist als dieser Flieger hier. So, und jetzt muss ich mir mal in meine Klatte gucken, weil ich habe mal versucht aufzuschreiben, was der Typ uns da so alles in dem Video erzählt. Und ich hoffe, dass ich es dann so einigermaßen hinbekomme und dass der Flieger dann am Schluss komplett aufgesetzt ist. Wir simulieren im Prinzip einen Flug und wir kommen also jetzt morgens hier in den Flieger. Der ist cold and dark, es funktioniert nichts, alles aus. Wir sind theoretisch auf Jocks. Allerdings, ich habe keinen Weg gefunden, wie man hier Jocks anbringt. Daher werde ich jetzt hier mal die Parkbremse setzen. So für alle Fälle, damit uns nicht doch noch davon rollt der Flieger. Ja, und das Erste, was man dann macht, ist diese Interior Safety Inspection. Und da geht es eigentlich jetzt erstmal darum, dass man ein paar Sachen abcheckt, damit, wenn dann der Flieger unter Strom genommen wird, keine unangenehmen Sachen passieren. Wie zum Bleistift, das Wetterradar. Man will natürlich nicht, dass das Wetterradar plötzlich volle Kanne da rausbläst. Der Witz ist allerdings, in diesem Flieger ist das Wetterradar nicht verschaltet. Das heißt, der Schalter hier, der hier auf 1 steht, würde jetzt im echten Leben tatsächlich bedeuten, dass das Wetterradar eingeschaltet ist. Sobald wir also Strom haben, würde das jetzt nach draußen die Leute verstrahlen. Allerdings, das hier ist voll die Fake-Geschichte hier, ne? Also Wetterradar kennt der Flieger nicht, Terrain kennt dieser Flieger auch nicht. Das ist einfach zu lange her. Die ganzen neuen Möglichkeiten, so mit Active Sky und Co., das kennt der alles nicht. Also Wetterradar könnt ihr bei dem Flieger vergessen. Was ihr allerdings machen könnt, ist, wenn ihr Wetterradar haben wollt, ist, dass ihr diese Wetterradar Gauge oder dieses Instrument, das ist mit Active Sky, wenn, falls ihr Active Sky Next oder Active Sky 16 habt, dann könnt ihr diese Gauge hier mit installieren. Dann gibt es ein Fenster, ein zusätzliches, dann kann man sich das aufmachen. Und dann zeigt er einem im Prinzip ein Wetterradar an. Das wäre sozusagen eine Variante, mit der man hier noch Wetterradar reinbekommt. Ja, außerdem prüft man, ob die Fuel-Schalter hier alle aus sind. Also die müssen nach unten sein, ne?
Und wie gesagt, entweder man hat Chocks draußen, das hat der Flieger aber nicht, nicht wie neuere Varianten von so 747 und so weiter, die haben tatsächlich Chocks, die kann man auch setzen. Und dann kann man theoretisch die Parkbremse auch lösen. In diesem Fall, weil wir sowas nicht haben, habe ich sie jetzt einfach mal gesetzt. Und was man hier übrigens sehen kann in diesem kleinen Instrument ist, dass es tatsächlich eine Brake Pressure gibt und das heißt, die Parkbremse müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, das andere, was man mal macht, ist, dass man checkt, dass die Hebel, die die entsprechenden Flächen draußen auf Flügeln und so weiter bewegen, nämlich die Speed Brake oder beziehungsweise das Spoiler und hier hinten die Flaps, dass die in der Up Position sind und damit natürlich dann keine unangenehmen Sachen passieren, sobald wir zum Beispiel Hydraulik haben oder so, dass dann plötzlich irgendwelche Flächen nach unten gehen und das kann durchaus gefährlich werden für jemanden, der an der falschen Stelle steht. Ja, also Flap ab und natürlich auch der Gearlever hier, der soll nach unten sein, hier unten eingerastet sein, sodass da auch alles in Ordnung ist. Das andere, was man noch macht, ist, dass man hier oben alle die Schalter, die so einen roten Rahmen hier drumherum haben, das ist so ein Security, so ein Latch, ich weiß gar nicht, was auf Deutsch heißt, so eine Sicherheitsabdeckung hier, dass die alle entsprechend zu sind und gesichert sind. Und der Emergency Power Switch, das hier, dass der auf, tja, PFF steht. Das meinte ich mit Schreibfehler. Also ich habe mindestens einen Schreibfehler gefunden, nämlich statt off steht hier PFF. Hier wurden nachgearbeitet, also diese Ersatztexturen haben hier ein bisschen dickere und besser lesbare Sachen drin. Das ist auch prima so, aber wie gesagt, an zumindest einer Stelle, ja, da war wohl der Typo im Weg irgendwie. Gut, ja, nachdem wir dann so diese ersten Schritte schnell getestet haben, geht man jetzt hierher. Stellt also, wie gesagt, sicher, dass die Bremse auch entsprechend gesetzt ist oder die Chocks drin sind und jetzt wird die Batterie eingeschaltet, was dann erst einmal eine ganze Reihe von Lichtern angehen lässt. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, beziehungsweise auch eine Kombination, die der Instruktor da in dem Video beschreibt. Wir haben natürlich hier in diesem Flieger ist die External Power so als Standardeinstellung schon an. Ne? Übrigens, falls es das nicht sein sollte, weil das entsprechend gesetzt wurde, was ihr immer machen könnt, ist, ich mache die Batterie deswegen wieder aus. Hier kriegt man ja normalerweise, hat man keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ja, ihr seht schon, also Strom ist aus, ihr könnt hier klicken, bis der Arzt kommt, wird nichts passieren. Wenn ihr aber hergeht und habt die Bups und hab die Batterie eingeschaltet. Dann könnt ihr hier auf das Menü drücken und dann kommt ganz kurz die Möglichkeit, hier die Ground Connections zu setzen, und zwar nur den Power Mode für die External Power. In dem Fall ist es auf Auto und Auto setzt automatisch die externe Power, sodass die für euch immer verfügbar ist. Okay, also das könnt ihr hier mit dem Menü Taste machen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir hier tatsächlich sowohl die externe Power, die Standard externe Power, wie auch die tja, GLY, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was das heißt. Galley oder tja, GLY, Gl, vielleicht ist das auch ein Typo, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hier ist die entscheidende. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man hier auf den Knopf drückt, dann würde der Flieger auch sofort unter Strom kommen. Das macht der Instructor aber nicht, sondern was er uns zeigt, ist, wie man die APU startet. Die APU als solches ist eigentlich hier oben. Also hier oben sieht man das Panel, das für die APU ist. Aber es gibt hier unten auch einen Schalter. Nur bevor wir irgendwas startmäßig machen,
ist das erste, was wir ausführen, den Fire-Test. Und es gibt eigentlich nur genau einen Fire-Test, nämlich diesen Knopf hier. Und wenn man den drückt, ja, und damit testet man im Prinzip den durch. Das sind allerdings die Anzeigen, die er jetzt hier gemacht hat, beziehungsweise auch die Ansagen und so weiter. Das ist nicht alles, was man normalerweise hören würde. Der Grund, warum weniger kommt, ist die Tatsache, dass wir noch auf Batterie sind und daher nicht alles aktiv ist. Gut, wir haben den Feuertest gemacht und als nächstes können wir jetzt hier auf den APU-Power-Knopf hier in dem elektrischen Panel drücken, weil das ist ein Shortcut sozusagen. Denn was der macht, ist, dass er die APU hochfahren lässt und auch dann automatisch, ich glaube, ich auf den Bus nimmt. Anstatt dass man hier erstmal über den Start-Stop-Knopf geht und dann APU-Gen, der Knopf ist sozusagen eine Vereinfachung, macht alles. Man muss nur warten, bis das Ding da ist. In der Zwischenzeit hat der Instruktor ist eigentlich hergegangen und hat auch die externe Power zugeschaltet. Es können sowohl APU als auch externe Power gleichzeitig, das ist kein Problem. Jo. Und jetzt müssten wir im Prinzip sehen, dass alle Schirme angehen. Tun sie nicht. Warum? Ganz klar, die Piloten gehen tatsächlich her und setzen alle Bildschirme auf dunkel, bevor der Flieger verlassen wird, endgültig, damit da nicht unnötig in die Schirme reingebrannt wird, weil das sind ja noch sozusagen alte Cathode-Ray-Tubes. Daher muss man die normalerweise erstmal einschalten. Das geht bei der PMDG relativ einfach mit der rechten Maustaste einfach mehrmals klicken. Man kann das auch fein dosieren, aber ich benutze diese Schnellmethode, mit der man die alle hell kriegt und zack, voilà, da sind unsere Bildschirme. So, und wenn man jetzt diese externe Power dran hat, man sieht übrigens jetzt, dass die APU auch verfügbar ist. Macht man den Test nochmal. Diesmal ist er dann für die Engines gedacht. Moment, man muss draufbleiben. Ihr hört auch schon den Unterschied. Also da kommt etwas mehr wie vorher. Also er hat das tatsächlich so in dieser Reihenfolge gemacht, zweimal. Ja, und das andere, was man jetzt machen kann, ist, dass man sich hier mal dieses entsprechende Display holt. Und wenn ihr hier unten guckt, haben wir ja die Möglichkeit, hier umzuschalten. Ich gehe jetzt hier mal auf die Electric Page. Wir sehen, dass die Emergency Power Switch immer noch aus ist. Den werden wir jetzt demnächst einschalten. Und außerdem, was wir hier sehen, ist, dass die externe Power auf so einem Bus drauf ist. Und die APU, und die Anzeige, die wir jetzt eigentlich sehen, ist die folgende. Die APU versorgt im Prinzip alle drei Generator-Einspeisungspunkte mehr oder weniger. Die externe Power ist zwar da, aber, und ich muss jetzt nochmal gucken, haben wir den APU-Generator, ist der schon zugeschaltet? Der ist on, ja. Ich glaube, dass die externe Power hat weniger Priorität und die Idee ist, oder das Verfahren ist, dass er im Prinzip, wenn die APU aus irgendeinem Grund sich abschaltet oder versagt, dann springt im Prinzip hier der Schalter um und wird die externe Power dann als Versorgung übernommen. Also auf die Art und Weise hat man so ein Backup. Wobei natürlich die APU jetzt nicht unbedingt ständig von Anfang an laufen muss. Das war jetzt nur eine Variante, die er gezeigt hat. Im Prinzip kann man natürlich auf der externen Power bleiben und die APU erst ganz am Schluss, denn die APU verbraucht natürlich Sprit. Und daher, ja, im Sinne des Geldsparens lässt man das natürlich dann teilweise nicht. So, die Emergency Power, die
Wenn wir uns jetzt nochmal kurz durch den Links durchgucken, haben wir da jetzt alles gemacht. APUR on, ja, ich glaube, den Emergency Power, den machen wir jetzt auf on. Der muss hier auch entsprechend angezeigt werden. So, jetzt ist hier auch diese gelbe Anzeige weg. Und dann steht hier noch was von Trim Air. Das habe ich jetzt leider ehrlich gesagt irgendwie vergessen, wo das war. Das ist aber ein Check hier, ob eine ganz bestimmte Einstellung da ist. Die ist auch, also die war bei meinem ersten Versuch, war die auch drin. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Was man aber machen kann, ist, dass man die APUR einschaltet. Das ist hier unten. Das ist im Prinzip die Versorgung hier mit der Druckluft von der APU. So. Und wie man sieht, kaum schaltet man das ein, dann fängt auch schon das Rauschen an. Ach ja, und das andere, was wir jetzt ganz dringend machen müssen, ist, dass wir hier die IRSs dazu schalten, die Inertial Reference Systems. Es ist im Prinzip wurscht, in welcher Reihenfolge wir das machen. Wichtig ist, der erste, der auf NAV geschaltet wird und damit das Alignment startet, wird hier oben auch den sogenannten Cargo Fire Test auslösen. Also man kann den Test auch manuell auslösen, aber ihr werdet gleich sehen, also ich kann hier zum Beispiel draufdrücken, dann wird hier der entsprechende Test gestartet. Aber in dem Augenblick, wo ihr den ersten IRS umschaltet, wird dieser Test automatisch auch durchgefahren. Das ist einfach so diese Mechanismen, die hier fest eingebaut sind. So, und damit starten wir jetzt das Alignment von der IRS und lassen das jetzt erstmal laufen. So, nächster Schritt ist, dass wir jetzt ganz kurz ins FMC schauen. Und wichtig ist, dass wir hier auf die sogenannte Aircraft Status Seite gehen, und zwar bei beiden FMCs. So, im echten Flieger, hat er uns da erklärt, sind das natürlich zwei vollkommen unabhängige Systeme. Das wird hier auch teilweise schon simuliert, also die beiden sind schon teilweise unabhängig. Weil das aber unterschiedliche Systeme sind, muss man sicherstellen, dass die mit den gleichen Daten gefüttert sind. Also das heißt, man geht jetzt hier im Prinzip durch diese Aircraft Status Page durch, guckt sich an, welches Model, welche Engine Type, das OP-Programm, guckt man, dass das hier die gleiche ID ist. Man checkt, dass die Active Database, die ist bei mir in 1708, Jeppesen, ist also jetzt nicht die aktuellste, wir sind ja schon im September, ist schon abgelaufen, aber macht nichts, also ist noch relativ aktuell. Und im echten Flieger gibt es hier noch eine Second Database, das ist eine von beiden ist meistens neuer wie die andere. Und meistens ist die Second Database der Update sozusagen der aktuellere. Und falls die Active Database zu alt ist, oder die Second Database tatsächlich aktueller ist, dann kann man die umschalten, indem man hier draufklickt. Das können wir aber nicht, weil wir haben hier keine Second. Das funktioniert hier nicht. Na, man sieht auch so. Align IRS wird hier unten angezeigt. Initialize Zero Fuel Weight, Center of Gravity. Da müssen wir noch einiges eingeben. Na, das erinnert er uns jetzt einfach dran. Der Performance Faktor, wie man den genau benutzt, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß bloß, dass, also was ich so verstanden habe, gibt es die Möglichkeit, dass man für einen bestimmten Flieger hier noch so einen Faktor mit eingibt, den gibt einem die Airline dann normalerweise mit. Das wird aber hier im Simulator machen wir das nicht, das bleibt hier bei 0. Ja, und dann geht es auch schon in die Flight Plan Init Page. Und was wir da machen, ist, dass wir einfach mal ganz kurz schon mal die ersten Eingaben machen. Normalerweise der Copilot würde jetzt hier zum Beispiel das From To eingeben. Ich mache es jetzt hier von der Kapitänsseite. Ich hatte mal einen Flug vorbereitet von KJFK nach Boston, also von New York nach Boston. Das ist ein relativ kurzer Flug. Das dauert einen Moment, bis er da zurückkommt. Und er zeigt hier nichts an. Er hat auch keinen entsprechenden Flugplan gefunden. Das ist auch richtig. Okay, Boss. Okay.
Der Alternate, tja, da kann ich mal in den Flugplan gucken, den ich hier habe. Was hat er mir hier? Ich habe mit Simbrief habe ich hier mal ein Briefing gemacht und versuche gerade mal rauszufinden, wo denn unser Alternate ist. Der Alternate ist wieder JFK. Aha. Mit anderen Worten, wir fliegen zurück, wenn es nicht geklappt hat. Naja, warum nicht? Geben wir mal KJFK ein. KJFK. So. Return. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, dass ihr hier die entsprechende Position eingebt, aber die passt im Prinzip. Also man braucht das eigentlich nicht machen, denn er nimmt automatisch die Position an, die auf der er steht. Na, im echten natürlich wird hier entsprechend die Position zum Beispiel durch rauf und runter angepasst, so dass man halt die entsprechende Parkposition auch hier einstellt. Wenn man jetzt hier auf Initialize IRS klickt, dann sieht man, dass die jetzt hier aus sind. Wir haben hier eine relativ kurze, das ist jetzt wieder PMDG-Simulation. Man hat eine relativ kurze Zeit. Das dauert im echten Leben um einiges länger. Ja, Flight Number kann man jetzt hier was eingeben. Ich gebe mal irgendwas ein, so T1. Und die Cruise Level, keine Ahnung, machen wir mal 320. Auch das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, und der Kostindex, keine Ahnung, den gibt normalerweise die Airline her, ne? Er benutzt hier zum Beispiel Kostindex 80. Wie sich das genau berechnet und was der da macht, kann ich euch gar nicht sagen. So, und im Prinzip haben wir dann mit jetzt erstmal alles abgedeckt, was hier im FMC im Augenblick zu machen ist. Später kommt dann noch die Eingabe des Flugplans. So, jetzt kann man hier noch den Voice Recorder Test machen. Der funktioniert hier auch. Er piept. Und man geht also jetzt hier im Prinzip, fängt mal an, mal so ein bisschen durchzugehen. Hier checkt, dass die Gullybus ist. Das muss alles aus sein. Die Cargo Temperature, die kann man hier auf Low oder High stellen. In dem Fall würde ich es jetzt erstmal auf High stellen. Und hier kann man im Prinzip einstellen, den vorwärts und dann der rückwärtige Teil, ne? Ob er heißer oder kälter ist, kann man mal. Normalerweise macht man das hier in die Mittelposition. Die Ignition muss off sein, das zeigt er auch entsprechend an, da darf nichts an sein. Ja, und dann guckt man mal bei der Hydraulik rein, das ist hier oben. Es gibt hier im Prinzip bei diesen Panels eine Menge Schalter. Was aber jedes dieser Panels hat, ist der Systemknopf. Dieser Systemknopf, der muss im Normalfall dunkel sein. Warum? Weil, wenn der System dunkel ist, wenn der Systemknopf dunkel ist, dann ist alles im Automatikmodus. Das bedeutet, dass der Flieger die Belegung dieser Schalter und die Lichter und so weiter, das steuert der alles selber und sorgt dafür, dass da ein entsprechender, dass alles entsprechend dem aktuellen Situation gesetzt wird. Man kann das ausschalten, man kann hier auf manuell gehen, dann muss man das alles von Hand machen. Aber der Normalfall ist, dass diese Dinger aus sind. Und wenn sie im Manuell-Mode sind, dann werden sie eigentlich dann beim Hochfahren entsprechend abgeschaltet. Gut. Ja, Hydraulic Pressure Test. Es gibt also hier einen Knopf. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass man diese Prüfung von vorher gemacht hat und sich auch mit der Ground Crew kurz abstimmt, ob es okay ist, dass man den Hydraulik-Pressure-Test macht. Denn wenn man hier draufklickt, kann es passieren, dass, wenn irgendwas nicht beachtet wurde, dass sich die Flächen in Bewegung setzen oder auch Türen oder solche Dinge. Und das soll eben verhindert werden. Deswegen stimmt man das ab. Wenn man das okay bekommt, dann wird hier der Test ausgeführt. Der läuft jetzt eine ganze Zeit lang.
Und sehen kann man das am Schluss, indem man hier auf die Hydraulikseite geht. Das ist nicht immer ganz eindeutig. Fuel, wo ist denn die Hydraulik? Ich kann es gar nicht erkennen. Na, gehen wir mal ein bisschen näher ran. So. Wo ist denn die Hydraulik-Page? Das ist doch die erste gewesen. Kaum zu lesen. Man sieht, dass zurzeit der Hydraulik-Pressure-Test läuft und wenn der fertig ist, dann zeigt er an. Eigentlich auf dieser Seite ist vor allem wichtig, dass die Reservoirs einigermaßen voll sind. Ne? Und eventuell muss halt dann, wenn das zu niedrig wird, muss Maintenance gemacht werden. Ist aber heute nicht notwendig. Jetzt sieht man hier zum Beispiel, wie er da entsprechend Tests macht. Und hier wurde jetzt auch im Prinzip eine Hydraulikquelle aktiviert, zumindest laut Display. So, wie gesagt, der Test läuft noch weiter und man sieht jetzt, wie er hier die einzelnen hochfährt und deswegen muss auch sichergestellt werden, weil dann plötzlich Druck auf den Leitungen existiert. Zumindest habe ich das soweit jetzt erstmal verstanden. Ja, als nächstes machen wir den Smoke Electric, der muss hier auf Normal sein und der Emergency Power Switch, der muss auf Arm stehen. Ich glaube, ich habe den ein bisschen früh gemacht, aber das schadet nichts. Und dass man auf der Electric Page zum Beispiel auch prüft, dass die, weil es gibt einen Emergency Power Test, dachte ich. Moment, Arm, Check Battery. Do Test. So, ich habe vergessen, welcher Test das sein soll. Naja. Ich konnte mir halt dann doch nicht alles merken, aber man sieht jetzt hier, wie zurzeit der Hydrauliktest läuft. Vielleicht meinte ich auch das. Meine Notizen sind jetzt nicht immer komplett durchgehend. So, und dann gehen wir auf die Airpage. Tja, im Prinzip verlassen wir uns da auf die Systemeinstellungen. Man kann hier die Temperaturen jetzt für die einzelnen Bereiche setzen, ne? Je nachdem auch was für ein Tag ist. Wichtig ist natürlich hier diese Trim-Air. Hier ist der Trim-Air-Switch, jetzt habe ich ihn gefunden, den ich vorher. Der muss aus sein, das ist also genauso wie er sein soll. Und auf der Treibstoff, hier auf dem Treibstoffding sicherstellen, dass das System Auto ist und das halt mehr oder weniger alles normal ist. Hier sieht man übrigens auch den Inhalt der Tanks. Wir haben also circa, sind das jetzt Pfund oder Kilogramm, weiß ich gar nicht. Ich nehme mal an, das sind Kilogramm. Wir haben also circa 6, fast 7 Tonnen Treibstoff an Bord. Wir werden eh nicht fliegen, insoweit macht das nichts. Gut, dann zu den Lichtern. Hier sind ja im Prinzip die verschiedenen Lichter für das Cockpit. Warum kann ich jetzt nicht mehr zoomen? Das ging doch bis gerade noch. Hier kann man zum Beispiel entsprechend hier die Beleuchtung für den Hintergrund und für das Panel selber. Genauso hier für weiter unten. Also hier sind diese ganzen Schalter. Der Emergency-Leitschalter soll auf Arm stehen und man kann ihn hier auch testen. Ne, ist natürlich im Hellen jetzt etwas schwer zu erkennen. Ja, und natürlich schalten wir einfach mal die Seatbelts und den No-Smoking an. So, hier übrigens gibt es eine klare Regel. Dreimal aus, dreimal an. Also am Anfang hat man die Runway Turn-off Lights sind aus, weil und das ist ein bisschen verrückt. Dieser Schalter hier, diese beiden leuchten, wenn die Lichter an sind. Der NAV-Switch leuchtet, wenn das NAV-Licht aus ist. Da kommt natürlich eine orange Amber-Anzeige. Das Logo-Licht zeigt immer seinen Status an, off oder on. Die Beacon wird dunkel, wenn sie an ist. Und das High Intensity Light ist dunkel, wenn es an ist. Fragt mich bitte nicht, auf was der Ingenieur drauf war, als er sich das ausgedacht hat. Die Regel aber, die es gibt, ist 3 dunkel, 3 hell. Also die linken dunkel, die rechten hell, dann stimmt der initiale Setup. So.
jetzt kommt noch der, normalerweise kommt dann jetzt noch der Terraintest. Bei dem gibt es normalerweise einige Bedingungen. Wir haben kein Terrain, obwohl man... Pull up. Terrain, Terrain. Pull up. Sink rate, Sink rate. Pull up. Terrain, Terrain. Pull up. Ja, er nennt das im Prinzip den Terrain-Test, aber eigentlich ist das der GPWS. Terrain haben wir nicht in diesem Flieger. Too low, flaps. Too low, terrain. Glide slope. Gut. Dann gehen wir hier zu dem Yaw Damper Panel. Ich glaube, ich muss bei. Ich dachte eigentlich, dass mein Zoom vorher ging. Ja, hier geht er. Ah, okay. Aber nicht, wenn ich nach oben. Da muss ich das Zoom wieder einschalten. Hier ist es nicht eingeschaltet. Okay. Das ist dieses Yaw Damper. Hier muss im Prinzip alles aus sein. Und die beiden müssen hier auf Auto stehen. Das tun sie auch. Na, gut. Dann die Cabin Pressure. Das ist hier unten. Da ist eigentlich ganz wichtig hier die Valve und die muss nach oben stehen und außerdem kann man hier auf die entsprechende Air-Seite sich bewegen. Und die, auf der Air-Seite sieht man verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Temperaturen in den verschiedenen Bereichen des Fliegers oder auch die Außentemperaturen. Beziehungsweise hier zum Beispiel die Temperaturen der Zuführung. Sieht man also, wie warme Luft von der APU erzeugt wird und dann entsprechend auch verteilt wird. Aber das Entscheidende ist die sogenannte Outflow-Valve. Die muss hier am Boden, muss die auf geradeaus stehen. Hier sieht man übrigens die Lande-Altitude, die zurzeit auf 19 steht. Gut, das ist das. Cabin Pressure, Outflow-Valve. Auch das überprüft man hier nochmal. Das muss hier entsprechend eingestellt sein. Und das Systemlicht muss aus sein, damit man eben nicht manuell arbeitet, sondern das System. Die Anti-Ice alle aus. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Außer dem sogenannten Defog. Den kann man einschalten, aber der Witz ist, der ist an. Also wenn der aus ist, muss man ihn einschalten und aus ist in dem Fall wieder eine der Anzeigen, die halt zeigen, wenn sie aus sind, aber nichts zeigen, wenn sie an sind. Das ist halt die Philosophie. Dann haben wir hier noch die Annunzileiter-Tests. Das ist ein bisschen schwierig. Normalerweise muss man jetzt im ganzen Cockpit. Es funktioniert Gott sei Dank, wenn ihr hier drauf drückt, bleibt auf der Maustaste und könnt mit irgendeinem Mittel, nicht die Maus natürlich, wie ich zum Beispiel mit meinen Tasten hier für Chase Plane. Ne? Und so kann ich jetzt dann doch auch nochmal überprüfen, dass alle Anzeigen, alle Lampen in Ordnung sind. Natürlich bei diesem Flieger sind die in Ordnung. Ups, nee. Nee, halt, wo ist das? So, aus. So, jetzt ist er ruhig. Man kann die theoretisch auch dim, also nicht so hell und hell schalten. Das ist hier auf diesem Schalter. So, und dann noch als letztes, ja, also Anti-Ice Defog ist an. Jetzt da kommt als letztes noch die Fuel. Dazu geht man hier auch nochmal auf die Fuel-Page. Wenn ich sie jetzt erwischt habe. Ist leider ein bisschen schwer zu lesen, aber ich glaube, wir sind schon richtig. Und was man hier prüft, ist, ob hier oben in dem Fuel Used irgendwelche Werte stehen. Wenn sie das tun, dann muss man die zurücksetzen. Select Fuel Gas, check, und da gibt es einen Reset-Knopf und den suche ich gerade. Der Fuel Used Reset, da ist er. Der ist hier auf dieser Seite. Ne? Sollten also hier Werte ungleich 0 stehen, drückt ihr einmal auf den Fuel Use Reset und dann setzt ihr euch diese drei Werte auf 0, damit die Zählung für diesen Flug wieder bei 0 beginnt, des verbrauchten Treibstoffs. Dann geht es weiter auf das Glare Shield und da hat er also so ein bisschen erklärt, was so die Standardeinstellungen sind, nämlich je nachdem in welchem Land man ist,
Drücken wir hier zum Beispiel mal auf, damit wir die Hektopascal bekommen, hier eine QNH. Wichtig ist auch, dass man QNH hat. Das ist hier nämlich ein Schalter. Man kann auch auf QFE oder eben dann auf QNH umstellen. Rechts und linke Maustaste übrigens zum Umschalten der meisten. Außerdem kann man hier zwischen Bar und Radar-Altitude für die Minimums setzen, ne, und kann dann natürlich hier auch entsprechend die Minimumwerte einstellen. Jetzt ist hier zum Beispiel 200 RA für Radar-Altitude. Okay. Das ist auch so, so soll das dann im Prinzip auch sein. Und was auch immer grundsätzlich eingeschaltet wird, ist Traffic und Data. Und das wird eigentlich auf beiden Seiten gemacht. Also die Einstellungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, werden eigentlich auf beiden Seiten durchgeführt. Außerdem wird zunächst einmal ganz kurz ADF1 und ADF2 hier unten im ND eingeschaltet, um zu sehen, ob die Anzeigen kommen. Er hat jetzt keinen Empfang, ist aber da, und dann wird umgeschaltet auf VOA1 und VOA2. Und wie man sieht, da gibt es eine Einstellung und auch Empfang. Die zeigen jetzt zurzeit auf den gleichen, nämlich 112,30, und da haben wir auch einen DME-Readout. Das heißt, das funktioniert auch. Das ist dann sozusagen so ein Standard-Setup hier für diese Sachen. Außerdem checkt man natürlich, ob wir hier in Feed, denn normalerweise wird in Feed, also man geht jetzt hier weiter, IAS sicherstellen, dass man Indicated Airspeed und nicht Mach anzeigt. Zweitens, auch ganz wichtig hier im ND, dass das Heading ist und nicht Track, ne, dass man in Feet ist und nicht in Meter, und dass hier nicht Flight Path Angle, sondern Vertical Speed ist. Das sind so die Einstellungen, die man macht. 10.000 bleibt, bis man eine Clearance bekommen hat mit der Altitude. Und die Vertical Speed muss hier diese vier Striche haben. Naja, und im echten Flieger gibt es jetzt noch so Geschichten mit dem Wetter und Terrain. Diese Schalter gibt es hier teilweise gar nicht. Das können wir im Prinzip skippen, weil das existiert bei uns nicht. Weder Wetterradar noch Terrainanzeige. Insoweit ist das dann weg. Der Banklimit ist auch noch etwas, der steht auf Auto. Da kann er auch im Prinzip bleiben. Man könnte ihn aber auch auf einen Wert stellen, wie zum Beispiel 25. Aber Auto ist eigentlich im Prinzip das, was normalerweise verwendet wird. Gut, was haben wir hier noch? AFS over Speed up. Was? Nee, Speed. Das. Ah, hier. Kurz prüfen, dass die Schalter oben sind. Die dürfen nicht aus sein. Ja, und dann ist man im Prinzip mit dem Glare-Shield schon durch. Dann gibt es noch den Sauerstofftest. Den macht natürlich auf jeder Seite jeder Pilot. Und das ist hier. Gut. Normalerweise muss man da mit mehreren Fingern da was machen. Ich schau mal, ja, so geht's. Hier ist es ein bisschen vereinfacht. Im Prinzip klicke ich einmal hier drauf und dann ist der Test gemacht. Normalerweise nimmt man die Maske, schaltet irgendwie die Maske auf das Intercom, damit dann der Ton des Sauerstoffs in der Maske dort landet und den hört man dann aus dem Lautsprecher. Das ist hier alles komplett vereinfacht und man drückt hier einfach nur auf den Press to Test. Das ist sowieso, wie man sieht, ein bisschen unscharf gemacht. Da wurde also nicht voll modelliert. Und naja, damit haben wir im Prinzip diesen Oxygen-Test auch gemacht. Diese Source hier, das hatten wir auch gerade noch gesehen. Moment. Das ist hier, diese AIS-Source. Normalerweise, wenn man das hier auf AUX schaltet und wieder zurück, sollten eigentlich die Bildschirme flackern, so im echten. Das macht er bei uns nicht. Im Prinzip, das hier muss alles dunkel sein. Und Dito übrigens auch auf der hier auf der Seite. Ja, und der Sauerstofftest hier. Ach ja, ein Aspekt gibt es vom Sauerstofftest, der funktioniert auf der Copilotenseite tatsächlich. Deswegen, hier ist leider wieder auch kein Zoom. Okay, muss ich wieder mit den Tasten machen. Ist ein bisschen umständlich. Interessante Erklärung, die er da gegeben hat. Was man hier sieht, ist der Druck auf der Flasche. Der steht jetzt, was weiß ich, bei, naja, sieht nach voll aus, ne?
Und wenn man den Schalter um einen nach unten macht, dann zeigt hier ganz unten, zeigt er einem den sogenannten Line Pressure. Das ist im Prinzip der Druck, Sauerstoffdruck innerhalb der Leitung zwischen Flasche und Maske. Okay. Und eine Sache, die man macht, ist, dass man jetzt erstmal den Test macht und dann noch prüft, ob Oxygen und so weiter noch da ist. Aber vor allem der Line Pressure, der darf jetzt nicht hier unten sein, weil wenn nämlich die Flasche aus irgendeinem Grund abgedreht wurde und noch ein Restdruck in der Leitung war, würde die nach dem Test würde die Leitung leer sein. Wenn die Leitung leer ist, dann würde hier der Zeiger Richtung 0 sich bewegen und dann weiß man, dass die Flasche unten nicht angeschlossen ist, weil sonst könnte einem der Test suggerieren, dass man tatsächlich Sauerstoff hat und in Wirklichkeit gibt es gar keinen Sauerstoff. Ja, war ein interessantes Detail, das ich so kannte ich noch gar nicht, ja. Gut, ja, auf dem ND Checklines Apparat. Ich hatte jetzt vergessen, was da in der Upper rechts, das sind hier im Prinzip die Zeit. Ah ja, Times, ganz genau. Also hier kurz prüfen, dass die Zeiten stimmen, dass also die ganzen Uhren hier am Flieger mit dem, was hier auch angezeigt wird, übereinstimmt. Tut es hier natürlich. Hier gibt es keine Abweichung. Ja, und im FMC gehen wir hier auf die Reference. Die Reference Index Page ist übrigens eine, wo man eine ganze Menge an Dingen tun kann. Unter anderem gibt es hier Weg zum Aircraft-Status, Sensor-Status, naja, ich weiß gar nicht so genau, was für einen Sensor uns da anzeigt. Das ist der Aircraft-Status, das ist die Position-Reference. Hier sieht man also nochmal die genaue Position, die das IRS jetzt führt. Ne? Und dann sowas wie Closest Airport, sehen wir, dass wir sind in JFK, LaGuardia und so weiter sind die nächsten. Man kann auch NavAids, dann zeigt er einem im Prinzip die zurzeit eingewählten NavAids, zum Beispiel Charlie Romeo India 112.30. Wir sehen ja auch, das ist das, was hier eingedreht ist und wir haben ja hier auch einen entsprechenden DME-Readout davon. Im echten Flieger gibt es dann noch einige weitere Seiten, die es hier nicht gibt, sowas wie DocData, AOC.com, ATC.com und so weiter. Das gibt es hier alles nicht. Hier kann man eigentlich den Flugplan speichern, wenn man ihn denn schon drin hätte. Das haben wir aber noch nicht. Ja, dann geht es weiter mit Primary und Secondary Gear Indications. Zu diesem Zweck müssen wir, glaube ich, in die sogenannte Config Page gehen. Das ist dies hier. Und wir gucken, nee, nicht hier, sondern hier. Also, wir haben ja Radstände im Prinzip. Und hier sind vier grüne Lichter und auch hier sind vier grüne Lichter. Und hier sieht man auch die vier Gruppen. Ne? Das sind also die linke Gruppe, die mittlere Gruppe hinten, die ist Nose Wheel und die rechte Gruppe. Und die sind durchnummeriert. Das ist auch ganz interessant. Das hatte ich mir dann auch mal aufgeschrieben. Nämlich, die sind durchnummeriert als Nose Left, Nose Right. Und dann 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10. So sind die durchnummeriert und werden auch entsprechend dann von den Piloten und auch von der Wartungscrew so bezeichnet. Das heißt, wenn man vom Wheel Nummer 3 spricht, dann ist das 1, 2, 3, dann ist das hier im Prinzip der hier. Der Wert hier drin ist der Luftdruck im Reifen. Die müssen halt so, keine Ahnung. Je nach Art des Reifens, das scheint ja hier ein bisschen niedriger Druck zu sein, hier sind sie ein bisschen höher, sind auch, naja, nicht alle gleich, was sicherlich auch real ist. Ja, und das hier sind die Bremstemperaturen, kann man hier sehen,
Ne? Und die Autobrake wird hier uns noch als aus angezeigt. So, Altimeter, irgendwas mit Standby, Settings, Standby. Was war das nochmal? Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Altimeter, Standby. Tja, wenn ich ehrlich bin, kann ich mich nicht mehr erinnern, was das war. Ich hätte es mir aufgeschrieben, irgendein Standby irgendwo im Altimeter oder meinte er vielleicht den, habe ich vielleicht doch den Transponder gemeint, aber es steht eigentlich Altimeter Setting Standby. Gut, ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war, aber wir können gleich mal hier gucken, ne? Transponder ist auf Standby. Können wir also auch entsprechend einschalten und ja, später drehen wir den dann auf TARA, wenn es dann soweit ist. Ist aber jetzt noch ein bisschen früh. Gut, weiter geht's. Irgendwie höre ich auch gar keinen Rauschen. Es sieht so aus, als ob unsere APU-R schon wieder aus ist. Das ist mir schon mal passiert beim ersten Versuch. Ich bin nicht ganz sicher, in welchem Kontext er sich dann abgeschaltet hat. So. Autobrake Selector off. Wo ist der? Der ist hier vorne. Leider ein bisschen versteckt. Muss man hier so raus. Also sicherstellen, dass der hier auf off ist und dass an die Skid kein Licht läuft. Na, wir sehen, dass wir hier Brake Pressure haben. Und dann eine ganz interessante Geschichte, die ich noch überhaupt nicht kannte. Das ist der sogenannte, wie heißt der? Overboost Bar. Seht ihr das Ding hier? Wenn man einen von den Hebeln nimmt und hier vorne, ne, dann wird der hier von dem Overboost Bar in der Max-Position gehalten. Hier am Boden gibt das natürlich eine Warnung. Aber was möglich ist, ist, dass man diesen Knopf, da gibt es normalerweise hinten, glaube ich, so eine Art Verriegelung, und dann kann man den nach unten schieben. Und dann kann man einen Overboost, das heißt, man geht eigentlich über die maximale Setting raus. Das ist sicherlich nur im Notfall zu benutzen. So. Das wusste ich noch gar nicht. Das war eins von den Sachen, die ich bei der MD-11 noch nicht mal kannte. Der sogenannte Overboost-Bar. Ich hatte mich zwar gewundert, was das da unten ist, aber ja, die Erklärung war jetzt in dem Video, war interessant. Gut, dann geht es jetzt wieder weiter mit, also den Transposition, das haben wir gemacht, genau. Check. Oh Gott. Irgendwas mit Throttles. Ah ja, die sind jetzt wieder einzeln, die sollen, müssen einzeln getestet werden, dass die freigängig sind und so weiter und dass auch die entsprechende Warnung kommt. Aber hier geht es eigentlich nur darum, dass die freigängig sind. Warum er sich jetzt nicht beschwert, weiß ich nicht. Müsste er eigentlich wie bei den anderen? Moment. Der scheint ihm ziemlich egal zu sein. Interessant. Gut. Gut, dann gehen wir noch auf die Engine Page und überprüfen Öl. Ich checke gerade hier, Moment, das ist die Oil Pressure Quantity. Also hier geht es vor allem um die Quantity, dass hier ausreichend Öl drin ist. Das sieht so aus, ob das gute Werte sind. Dann geht man auf die Hydraulik-Page und tut auch hier nochmal die Quantities. Das haben wir schon überprüft. Die Reservoirs sind unterschiedlich voll, aber sie haben immer noch genug Flüssigkeit drin. Dann geht man auf die Electric-Page. Das ist so eine, hat das einen Horseshoe, hat er einen Horseshoe-Dings genannt, nämlich von hier oben, hier rüber, tak, 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 und dann hier wieder rauf. Das ist jetzt die Reihenfolge. Ne? Jetzt sind wir also auf der Electric-Page, das ist jetzt die zweite. Da gucken wir, dass keine Faults sind, das sind sie nicht. Dann geht es weiter zur Air-Page. Da überprüft man nochmal ganz kurz, dass die APU-R on ist. Wir haben ja schon festgestellt, dass sie sich wieder ausgeschaltet hat. Ich bin nicht ganz sicher, was das ausgelöst hat.
vielleicht einer der Tests. Dann geht man zum Fuel. Auch hier checkt, dass nichts Amber ist, also nichts Oranges. Dann auf die Config-Seite. Auch hier nochmal prüfen, dass alles richtig ist. Vor allem die Reifen und so weiter, Druck und Temperatur. Das ist die Miscellaneous-Seite, da zeigt einem nicht viel. Das zeigt nur eine Zusammenfassung hier der Meldung. Dann gehen wir hier auf die Status, das ist wieder eine andere Art, wie die ganzen Messages mehr nach System geordnet werden. Dann geht es hier auf die Consequences, die haben wir hier nicht. Und als letztes hat man hier dieses Third Display, das nicht verfügbar ist. Eigentlich im Prinzip ist es beim Horseshoe hier schon vorbei. Na, das ist also dieser Horseshoe-Test, der Hufeisentest, wie er ihn im Prinzip nennt. Dann macht er sich an die Radios dran. Ups. Da haben wir hier, wir haben drei Radios, wobei er nennt das eigentlich Heads, Köpfe. Keine Ahnung, wieso die Heads genannt werden. Eigentlich sind das drei Bedieneinheiten für Radios. Jede dieser Bedieneinheiten kann eingestellt werden, auf welche Radio, auf welchen Radioempfänger er sich eigentlich einstellen soll. Man kann theoretisch alle drei auf das gleiche Radio einschalten. Ne? Aber normalerweise sollte der hier auf VHF3 stehen, das gibt es im Simulator nicht. Der hier auf VHF2, das ist COM2, das ist COM1. Da kann man hier ganz normal die Frequenz verändern. Ja, und da sollte man darauf achten, dass das entsprechend eingestellt ist. Und dann kann man hier jetzt noch einstellen, über welches der Radios, VHF-Radios, gefunkt wird. Also das Mic ist hier zum Beispiel auf der 1. Oder wenn ich mit COM2 sprechen will, dann wird hier drauf gedrückt. Ich kann auch auf COM1 sprechen und hören und gleichzeitig auch COM2 hören. Das heißt, man kann parallel, könnte man den Ton von beiden Radioempfängern oder von mehr als einem machen. Jo. Und hier kann man zum Beispiel die VORs und NDB, also ADF, Empfänger, die Morse-Codes und so weiter. Wir müssten eigentlich mindestens einen Morse-Code bekommen. Ich schalte den mal ein. Lautstärke kann man hier offensichtlich nicht einstellen. Es sieht so aus, als ob man das einfach nur hochzieht. Normalerweise kann man das Ding drehen. Gucken wir mal, ob wir irgendwann einen entsprechenden Ident zu hören bekommen. Weil theoretisch haben wir Empfang. Und praktisch bin ich mir jetzt nicht sicher, aber wenn ich einen DME-Readout sehe, würde ich mal sagen, müssten wir eigentlich empfangen. Gut, aber es kann sein, dass das im Simulator so nicht funktioniert. Das Wetterradar ist nicht supported. Das TICAS, ja, Test TICAS, dazu gehen wir hier auf das das mit diesem Third-Ding, das habe ich jetzt wohl irgendwie, haben wir das jetzt durcheinander gebracht. Das ist jetzt nicht so gut. Dann kriegen wir das wieder zurück. Third Display not available. Das ist jetzt aber nicht gut. Hallo? Hätte ich auf den blöden Knopf wohl nicht drücken sollen. Moment mal. ND Consequences. Jetzt wäre schon nett, wenn wir hier wieder die normale bekommen, aber das ist jetzt natürlich nicht so gut. Moment, ich gehe nochmal auf Electric Page. Ah, jetzt ist alles wieder normal. Gut, puh. So. Test-Tickers. Was haben wir da nochmal gesagt? Push. Oh Gott, auf dem ND-Display. Push. Test-Tickers. Tickers, Tickers, Tickers. Wo soll ich da nochmal pushen? Ach, da oben. Das ist er hier, genau. Auf dem Transponder, wenn man hier auf den Knopf oben drauf drückt, wird der TICAS-Test gemacht.
Und dann sieht man hier auch während des Tests übrigens, machen wir den nochmal, sieht man hier im Display solche, diese Targets im Prinzip, ne, mit den verschiedenen Farben. Ja, und dann checkt man eigentlich am Schluss nur noch, ob Radar-Trim 0 und Aileron-Trim 0 sind. Und dann ist man im Prinzip mit diesen Sachen fertig. Dann kommt jetzt als nächstes der Setup der Route und so weiter hier im FMC. Und dazu geht man hier auf die Flyplan Init. Und ja, da haben wir ja teilweise schon ein paar Sachen eingegeben. Jetzt ist hier zum Beispiel auch der sogenannte Wait Init. Das ist die Seite, wo wir die ganzen Gewichte eingeben. Dazu können wir hier beim Block Fuel können wir hier draufklicken. Dann setzt er uns den Block Fuel ein. Bei den anderen Sachen leider geht es nicht so einfach. Da müssen wir uns die Werte im Prinzip zum Beispiel aus dem Tool holen oder man, je nachdem, wie man es gemacht hat. So, nochmal hier die PMDG, das Tool nochmal aufrufen. Ich habe das leider verschwinden lassen. So, PMDG Load Manager. Dann muss man sich das jetzt hier aus der... ja, leider scheint er sich das jetzt nicht geholt zu haben, weil das sind wieder alle leer. Also so richtig toll funktionieren tut das Tool nicht. Ne? Eigentlich hätte er das lesen sollen. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass das nicht funktioniert mit dem Setzen. Aber theoretisch müsste man sich jetzt hier die Werte holen. Und ich werde jetzt hier einfach mal, ich gebe jetzt hier einfach mal ein paar Werte ein. Die werden nicht stimmen. Also für den Flug sind sie wahrscheinlich nicht geeignet. Aber das Takeoff ist wahrscheinlich 247. Und dann rechnet er sich dann noch ein paar Sachen aus. Das Takeoff CG ist 25.3. Das kommt jetzt hier vom Tool. Und das Zero Fuel Weight CG ist 23.1 Center of Gravity. So. Gut. Und auf der nächsten Seite gibt es noch Review Quantity. Hier könnte man jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, könnten wir jetzt hier in Treibstoff Refuel Quantity. Ja, interessant. Probieren wir mal 5 Tonnen. 5.0. Ich weiß nicht, ob er dann tatsächlich den Treibstoff erhöht. Das muss ich nochmal nachlesen. Eigentlich macht man das mit dem Treibstoff woanders. Man kann also in einer eigenen Seite bzw. im Menü, ich kann hier bei Add-ons reingehen, kann hier auf das PMDG, gehe auf Aircraft Fuel und kann jetzt hier zum Beispiel sagen, gib mir 77 oder 38 Tonnen, Apply Now. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier ein wesentlich höheres Fuel Weight, Maximum Zero Fuel Weight. Wir haben es wahrscheinlich überschritten, ne? Weil wir jetzt hier einen Haufen Treibstoff gebunkert haben. Für so kurze Flüge ist ja die MD-11 jetzt nicht wirklich die bestgeeignetste. Und das ist jetzt auch ein bisschen viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt etwas verringern kann. Ich mache mal wieder 9 Tonnen draus. Apply Now. Ja, und dann berechnet er das jetzt entsprechend. Das Zero Fuel Weight soll eigentlich Maximum 195 sein. Das ist viel zu hoch. Wir machen einfach mal 195. Das passt jetzt alles nicht, weil ich die ganzen Berechnungen und so weiter nicht wirklich gemacht habe. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das zeigt euch eigentlich nur die Seite. Gut. Ja, was für ein Durcheinander. Nun gut, machen wir weiter. Navrat-Check, Engine Out, das geht alles nicht. Das sind alles Dinge, die hier nicht funktionieren. Die Takeoff-Page, wir sind noch nicht ganz durch. Gehen wir hier auf die Takeoff-Approach und hier müssen wir jetzt im Prinzip
vorgeben, zum Beispiel mit welcher Flexgeschwindigkeit, was weiß ich, 50 Grad, das muss man sich natürlich entsprechend ausgerechnet haben, kann man hier angeben, der Klappenwert 15 zum Beispiel, und das ist jetzt hier so ein Ding mit diesem Dialer Flap, ja, da kann man hier auf diesem Drehteil kann man den Dialer Flap, zum Beispiel die 15, hier so einstellen, dass halt die 15 mehr oder weniger, das mal sehen, ob ich das etwas ob ich das etwas genauer hinkriege, naja, so ungefähr, und wenn man dann den Klappenhebel in diese Dialer Flap Position setzt, dann, was immer hier eingestellt ist, das ist dann die Klappenstellung, zu der automatisch das Ganze rausfährt. Ja. Und das gibt man hier im FMC auch noch mit an. Die Außentemperatur, was weiß ich, 15 C für Celsius zum Beispiel. Und wenn man einen Slope hat, könnte man den hier angeben. Ich habe keinen, deswegen gebe ich hier 0,0. Und jetzt kommt im Prinzip Check Confirm V-Speeds. Er gibt nämlich jetzt die V-Speeds hier vor, ne? Und die bestätigt man, indem man sie entsprechend anklickt. Und wenn das funktioniert hat, müsste man hier eigentlich jetzt die V-Speeds sehen. Das tun wir auch. Und wir sehen auch, dass der Autopilot idealerweise seine erste Geschwindigkeit ist 163. Und aus, damit das dann auch entsprechend ist, stellt man das hier auch mit ein. So. Gut. Ja, damit haben wir die Approach Speeds. Ach ja, und eine Sache, eigentlich hätte, soweit ich das verstanden habe, hätte jetzt dieser Teil eigentlich weiß werden müssen, aber aus irgendeinem komischen Grund hat er das nicht gemacht. Das ist mir schon vorher beim Test aufgefallen. Also nachdem wir hier die V-Speeds, vor allem die V2, entsprechend bestätigt haben, ist dieser Teil hier von gelb auf weiß gegangen im echten Flieger. Aber das scheint hier also nicht genauso zu funktionieren. Ne? Jo. Gut. Das war es eigentlich auch schon. Das war der Inhalt dieses anderen Videos. Was als nächstes halt jetzt kommt, wenn man, sagen wir mal, etwas erfolgreicher wie ich jetzt einen Flugplan eingegeben hat, ist man jetzt eigentlich fertig für den Pushback. Und natürlich holt man sich inzwischen dann auch das Wetter und solche Dinge. Ich habe euch einfach jetzt nochmal gezeigt, was so die ersten Aktivitäten sind, sodass der Flieger dann ready to go ist für den Engine Start. Das machen wir aber dann eventuell in einem anderen Video, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe. Bis zum nächsten Mal.